Willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Kristall. Ja, ich habe keine Ahnung, was Marcy jetzt im letzten Part so getrieben hat. Ich weiß nur, Magnetilo ist tot, Corsella so ein bisschen trainiert, Knofenser, warum haben wir Knofenser dabei? Blitzzerschneider, okay. Ja, als kleiner VM-Sklave. Quapsel hat Surfer gekriegt, okay. Ich hoffe, er ist den Turm hochgedackelt. Wir sind jetzt vorne Sauhund. Wir sind auf dem Wasser. Was hat Sauhund dann vorne zu suchen? Tausch. Blablat. Magnetillo leider tot. Was mir so gar nicht gefallen möchte gerade. Egal, muss ich mir was einfallen lassen. Du gleitest so elegant auf deinem Pokémon dahin. Ja, zumindest weiß ich, wo wir sind, Pi mal Daumen. Die Idee ist, ich weiß auch, wo ich hin muss. Hey, so ein kleiner Misty Sprite. Schwimmer Tickler möchte kämpfen. Und schickt Enkan. Passt ja irgendwie zu Misty. Lorblatt, gib Gas. Synthese, Gift oder Rasierblatt. Hauptsache, wir haben eine Pflanzenattacke. Das war mal ein Enton. Ja, fast Level Up, aber nur fast. Und noch ein Enton. Goldini. Pokémon wechseln. Auch wenn da Flugteil drin ist. Ja, in letzter Zeit kam ein bisschen wenig. Obwohl ich auch andere Projekte habe, die eigentlich abgedreht werden sollten, hochgeladen sollten, etc. pp. Aber ich lag so flach. Da ich froh bin, dass ich jetzt momentan Urlaub habe, noch so ein paar Tage. Mal gucken, was ich bis dahin abgedreht kriege. Wenn es mit den Let's Play Togethers momentan nicht so läuft, dann werde ich wahrscheinlich andere Projekte noch weiter abdrehen. Ein wildes Pokémon. Tentacha! Ich will keinen Tentacha. Will ich nicht, Frucht. Du bist entkommen. Und weiter. Mit dem Schwimmer will ich mich auch nicht anlegen und ich will von den Strudelinseln weg. Anemonia City! Jawoll! So, damit haben wir das hinter uns. Pokémon Center! Oh, schön. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wie einen Pokémon machen Sie wieder viel? Ja. Wir benötigen deine Pokémon. Ja, vielleicht ergibt es sich ja auch an einem Wochenende, dass ich mit Marcy zusammen einen Part aufnehme. Also wirklich zusammen. Das war so gegenseitig mal einen Part kommentieren oder so. Wurde hergestellt. Zulauf das Pokémon-Lagerungssystem ablegen. Magnetillo will ich behalten. Corsella will ich erstmal behalten. Knofenser. Danke. Quapsel, Sauhund, Lorblatt sind unsere Standard-Pokémon. Dies wird auch so bleiben. Und jetzt durchforschen wir die Häuser. Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier herein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eins übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Würdest du auf mein Pokémon aufpassen? Ja. Oh, ich danke dir. Bitte pass gut darauf auf. Und was hier als Pokémon? Welches Pokémon haben wir gekriegt? Ein Modri. So heißt es aber nicht. Status. Es ist ein Potrot. Klammerung, Panzerschutz, Wickel, Zugabe. Nicht verkehrt, die Beere wird er jetzt auch erstmal behalten. Und wie ihr hier schon wunderbar seht, Potrot hat extrem hohe Verteidigungswerte. Was ihn zu einer ganz genialen Wall macht. Mit Panzerschutz erhöht er seine Verteidigung nochmal extremst. Käfergestein, das heißt Wasser, Pflanze, Feuer.
Da hat er ein ernsthaftes Problem mit. Mit Bodenattacken freundet er sich auch nicht ganz so an. Aber was alles andere angeht, hält er eigentlich schon sehr, sehr gut gegen. Wie gesagt, den behalte ich jetzt erstmal im Team. Er ruft ihn da an. Rosmarin Göre. Ah, Bassi, ich bin's, Rosmarie. Weißt du, ich habe ein gutes Geschenk für dich. Wie versprochen, es gehört dir. Ich bin sicher, du wirst es mögen. Hol es dir hier, Route 38. Mann, ich will's haben. Haben will's. Ich kann nur noch nicht fliegen. Komm, ab in die Arena. Je schneller wir da durch sind, umso eher haben wir unser Geschenk. Mit wem fange ich denn jetzt eigentlich schon an? Ah, Quapsel. Tausch. Ich habe keine Ahnung, was wir für Tränke dabei haben. Hehe. Beutel. Bären haben wir. Wir haben Bären. Wir haben einen Sonderbonbon und einen Supertrank. Ja gut, wird schon reichen. Müssen wir zurück nochmal zu. Pokémon Center. Mein Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Roms! Und doch zerrissen. Schwarzgurt Xheber möchte kämpfen. Und schickt Kick Lee in den Kampf. Kick Lee. Er müsste an Bruce Lee angelehnt gewesen sein. Hypnose, Duckkicks, Hieb. Worüber machen wir denn jetzt? Ach komm, wir haben den Surfer, dann können wir noch mal im Kampf einsetzen. Das ist das Schöne an Feuerattacken. Teilweise sind das auch brauchbare normale Attacken. Also normale Attacken. What the hell? Hypnose. Geh schlafen, Kikli. Oha, ist das heftig. Pokémon. Lorblatt, Sauhund. Ja, eigentlich wirklich Sauhund. Ja, Kampfattacken mag Potrot auch nicht. Kikli schläft tief. Zum Glück hat es keinen Mund. Bis Glutbrüller, Glut. Stab-Attacke. Glut. Die steht dir gut. Oh, das dauert wieder Ewigkeiten, wenn ich ihn überhaupt besiegt kriege. Oh, ist der. Haben wir zu wenig trainiert oder was? Volltreffer. Burn Baby. Sprungkick. Warum springt der nicht daneben? Ah, egal, Kikli nehmen wir auf jeden Fall mit. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich nehme ihn mit. Synthese Gift Puder Reflektor. Da hätte ich auch eher drauf kommen können. Reflektor erhöht nämlich unsere Verteidigung, das ist nicht gerade wenig. Und in der Arena ist das Gold wert. Rasierblatt, Giftpuder, Giftpuder. Ist egal, ich will ihn nicht zum Schlafen kriegen. Wie man sieht, kaum Schaden. Und es zeigt keine Wirkung auf Kikli. Ganz toll. Nochmal Giftpuder. Hä? Es zeigt keine Wirkung, Mann! Beutel! Bleibt uns doch nichts anderes übrig jetzt. Der Ritter, der war super krank. Und zwar gegen einen Kikli. Mensch, Sprungkick. Ja, nochmal Beutel brauchen wir jetzt nicht. Kämpf. Giftpuder. Ja, sein Doppelkick interessiert mich nicht. Er leidet zwei. Und Giftpuder, yeah! Endlich wirkt es. Dein Reflektor schwindet, was mir auch gar nicht gefällt. Synthese, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht auch nicht. Magnetilo. Dich muss ich sowieso trainieren. Sprungkick. Und da habe ich jetzt vergessen, dass Kampf sehr effektiv gegen Stahl ist.
Priscilla. Ich glaube, der Schuss geht irgendwo voll nach hinten los, wie ihr Schlag. Ja, geht er. Magnetologie nicht mehr, Modri. Ich lach mich schlapp, wenn der jetzt wirklich eine Attacke überlebt. Panzerschutz. What? Mit Level 15. Egal, der wird auch wahrscheinlich die Beere jetzt futtern. Schade, krieg die. Na, stollen wir dich jetzt aus, ist mir egal. Ich will doch nicht gegen Kikli verlieren, mal ernsthaft. Beere, okay. Und Modri. Jetzt haben wir ja genug Bären übrig. Ich hoffe, einen überstehen wir noch. Und dann haben wir wenigstens Kikli besiegt. Ja. Oh, das war schon mal Kikli. Und Quapsel erreicht Level 24. Und Uri erhält spezielle Erfahrungspunkte. Schwarzgurt Xeva wurde besiegt. Das ist unmöglich. Nein, es ist möglich. Das ist unmöglich. Als Meister der Kampfkunst habe ich vor nichts Angst. Ich aber. Und ich bin kein Meister der Kampfkunst. Nocturne in pinkem Outfit. Wie süß. Das sieht so leicht, Entschuldigung, wenn ich sage, zuckig aus. Hypnose. Zumindest Quapsel schnell. Und Nocturne schläft tief. Ganz tief. Pokémon. Was haben wir jetzt? Wir haben nur noch Quapsel und Modi. Eieieiei. Jetzt muss ich mir nochmal hier die Hand angucken. Status. Du hattest auch kein Gift oder so, ne? Nein. Nur Zugabe. Auf gut Deutsch, wir können uns darauf einstellen, dass wir diesen Kampf verlieren. Na, vielleicht haben wir ja Glück. Und Quapsel überrascht uns jetzt mit einer herausragenden Vorstellung. Und Nocturne ist aufgewacht, Feuerschlag nach Quapsel. Sehr effektiv. Besiegt. Und Modri. Panzerschutzwickel. Och komm, Wickel. Eishieb! Eisgestein, ja. Und Basi hat kein kampffähiges Pokémon mehr und fällt in Ohnmacht. Zum Glück war mein Pokémon Center. Ja. So, dann gehen wir jetzt hier rein. War's schon. Dein Pokémon scheint es gut zu gehen. Betrügt dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut? Ich hab's! Das sollte das Problem lösen. Was ihr hält, Geheimtrank! Und steckt Geheimtrank in die Basis-Items. Er ist sehr stark und ich biete ihn nur in Notfällen an. Ja, und das war ein Notfall. Und da wir irgendwie noch ein bisschen Training brauchen, an mehreren Fronten, gucken wir mal. Pokémon-Orakel voraus. Ja, mal gucken, was das Orakel uns prophezeit. Ui, ein Suicune. Da ist es ja. Ey, nicht wegrennen. Wo ist sie? Yo, Bassi. War es eben nicht Suicune? Ich habe nur einen Blick riskiert. Aber ich dachte, ich hätte Suicune auf den Bällen rennen sehen. Suicune ist schön und fabelhaft und es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Ich möchte Suicune verwandeln sehen.
Ich habe mich entschieden. Ich kämpfe wie ein Trainer, um mir es ruhig und Respekt zu verdienen. Auf, Basi, lass uns kämpfen. Willst du kämpfen? Da bleibt uns doch nichts anderes übrig, oder? Mystica Oisin möchte kämpfen mit drei Pokémon. Traumat. Mit Level 23 ist es eine machbare Aufgabe. Hypnose. Es zeigt keine Wirkung auf. Traumat. Traumato, Hypnose. Und es zeigt keine Wirkung auf. Jetzt kommt das Hypnose-Battle wieder. Und Quapsel gewinnt. 1-0. Oder auch nicht, mir egal. 1-0 ist, glaube ich, erst dann, wenn Traumato wirklich besiegt ist. Ja, so ein paar Minütchen haben wir ja noch für euch gesehen. Und die Hausaufgabe für Marcy steht auch schon fest. Arena-Leiter klatschen und unter 38 Minuten. Das Item soll er sich abholen. Schild. Ich will dich besiegen, Stronghold. Ein Surfer noch. Hypnose. Und es zeigt keine Wirkung. Surf. Und Traumato wurde besiegt. 502 Erfahrungspunkte. Und setzt Elektroball. Pokémon wechseln. Ja. Ja, Lorblatt wird im Endeffekt den Kampf wahrscheinlich machen. Aber Costilla soll Erfahrungspunkte kriegen. Elektroball. Pokémon wechseln. Wir werden Costilla nämlich benötigen. Mehr als einmal. Er kommt es fest ins Team rein. Oh, was hier was? Walz hat einfach den Nachteil oder Vorteil. Es wird von Runde zu Runde stärker. Also für den Gegner ist es definitiv ein Vorteil, für uns ein Nachteil. Reflektor, bevor der Walzer zu stark wird. Dann können wir den nächsten nämlich über eine Synthese abfangen. Ui! Oder auch nicht. Walzer, Stein. Viel Spaß! Panzerschutz, Klammerung. Ah, und Klammerung. Der letzte Walzer, der möchte sogar reichen für Modri. Aber das Opfer bin ich jetzt relativ gerne eingegangen, ehrlich gesagt. Soll Magnetilo mal sein Glück versuchen? Ultraschall müsste 20 Schaden festmachen. Kreideschrei. Verteidigung sind stark. Eigene Spezialverteidigung. Wir attackieren ihn daneben. Walzer. Ja, nicht sehr effektiv, weil wegen Stahl. Nein. Ja. Dein Reflektor schwindet. Was natürlich den Schaden noch weiter gedrosselt hat. Jetzt gehen die Ultraschalls daneben und kommen. So, einfach Speed up, sorry. Erreicht Level 11, Magnetillo. Erreicht nicht Level 20. Und Alpollo. Pumpen wechseln, ja. Lucilla. Pokémon. Das darf wieder Kopsel versuchen. Ja, wobei Apollo arbeitet auch gern mit Hose und Traumfresser und Blödsinn. Komm schon, paralysiert's. Nicht? Okay. Dann Hypnose. Und es funktioniert. Schön.
Dann kann ich den Rest nämlich jetzt auch durchspielen. Mit Schärfer. Einfach spielen. So, und Apollo wurde besiegt. Silla. 310 Mystica, euer Sehen wurde besiegt. Ich hasse es, das zuzugeben. Aber du hast gewonnen. Basiel, 205. Zusehen. Nein. 25. Ach, egal. Du bist Wahnsinn, Basi. Darum sind die Pokémon so zugetan. Jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach Suicune suchen. Ich bin sicher, dass ich ihm eines Tages begegne. Man sieht sich. Oh, so. Jetzt habe ich so viel gequasselt, dass ich nur zum Pokémon-Center gehe. Speichern werde. Und wieder zu Marcy übergebe. Ja, ich übergebe mich. Hört sich blöd an, ist aber so. Wie gesagt, mal schauen, ob ich dazu komme, mit Marcy zusammen was aufzunehmen. Oder halt nicht. We want to have a look. Wir benötigen dein Pokémon. Vielen Dank, dein Pokémon sind wieder tot bewiesen. Komme wieder vorbei. So, und ich hoffe. Marcy macht genau das, was ich gerade angesagt habe. Part 1, Pokémon Arena. Part 2, richtig, Route 39. Da gibt es nämlich was Schönes, was wir benötigen. Naja, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es dann heißt Let's Play Together Pokémon Crystal. Bis dann, ciao.